war schon so arm. Kein Geld mehr im Beutel, dass Gott sich mein erbarm. Dann nahm ich meinen Stab und meinen Bettelsack und pfiff das Vaterunser den lieben langen Tag. Und als ich kam alsdann gen Menden heran, da packten mich die Bettelvögte vorn und hinten an. Der eine packt mich hinten, der andere von vorn. Ei, ihr verflixten Bettelvögt, so lasst mich ungeschor. Doch ich ward gebracht vor des Bettelvogtes Haus. Da schaut der alte Spitzbub gar schon zum Fenster raus. Ich dreh mich noch mal um und seh nach seiner Frau. Ei, du verflixter Bettelbog, wie schön ist deine Frau. Den Bettelvogt erfasst ein grimmer, grimmer Zorn. Er lässet mich gleich werfen in einen tiefen Turm. In einen tiefen Turm, bei Wasser und bei Brot. Ei, du verflixter Bettelvogt, kriegst du die schwere Not. Ihr Brüder, nun seid lustig, der Bettelvogt ist tot. Er hängt schon am Galgen und hat die schwerste Not. In der vergangenen Woche, am Dienstag um 8:30, da haben sie ihn gehangen in den Galgen hoch hinein. Ja. Denn er hätte die Frau beinahe umgebracht, weil die den armen Spielmann so freundlich angelacht. In der vergangenen Woche, da schaut er noch heraus, doch heute ist er schon bei ihr, bei ihr in seinem Haus.